Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch einen ziemlich coolen Kartenzaubertrick. Und zwar, der wird so sein, dass ich drei Könige irgendwo hier in das Kartenpack einfach reinschiebe und sie dann anschließend mit Magie wieder vorne halt rauszaubern werde, dass sie wieder ganz oben auf dem Kartendeck, obwohl ich sie halt in die Mitte nach ganz hinten schiebe, wieder ganz oben auftauchen werden. Also erstmal könnt ihr das Deck, was ihr da habt, dem Zuschauer oder den Zuschauern geben. Die können es einmal durchgucken. Kann sein, dass ich jetzt hier ein paar Karten doppelt habe, aber auf jeden Fall keine Könige, keine Buben und keine... Ich habe alles rausgenommen, außer eben Asse und Zahlen. Das könnt ihr dem Zuschauer auch geben. Er kann einmal durchgucken, ob da noch Könige drin sind. So, und danach habt ihr hier den Kartenstapel. Und danach holt ihr euch dann... Hier habe ich schon mal vorbereitet, die drei Könige. Moment, ich halte sie jetzt mal kurz so, dass ihr sie alle drei sehen könnt. So, hier alle drei Könige. Die packt ihr dann einfach oben drauf aufs Pack. Und danach nehmt ihr den ersten König, schiebt ihn etwas weiter oben hin. Und dann den zweiten König, schiebt ihn dann in die Mitte. Und den letzten König, den könnt ihr dann einfach irgendwo hinschieben, wohin ihr wollt, ist egal. So, und jetzt sind die Könige alle im Stapel. Und danach schnippt ihr einmal. Und danach nehmt ihr das Kartenpack. Und ihr könnt das Kartenpack jetzt dem Zuschauer geben. Und sagen, ja, drehen Sie mal die ersten drei Karten auf den Tisch auf. Und was kommt raus? Die drei Könige. So, er wird sich natürlich wundern. Hä, wie geht das? So, und jetzt zeige ich euch die Auflösung. Und zwar... Das Kartenpack, was ihr als erstes hier habt, das ist, da sind wirklich keine Könige drin, also das ist eigentlich unverfälscht. Nur die drei Könige, wenn ihr die habt, dann nehmt ihr drei weitere Karten, irgendwelche, ist egal welche, nehmt ihr hier drei weitere Karten, ja, und tut sie hinter die anderen drei Könige. Dann habt ihr halt die drei Könige und die drei verschiedenen anderen Karten dahinter. So, und wenn ihr die jetzt die drei Könige zeigen wollt, dann schiebt ihr die so, dass man eben nur die drei Könige sieht und nicht die Karten dahinter. Weil man sieht die kaum, das heißt, kein Zuschauer darf hinter euch stehen und ihr müsst das halt so genau wie möglich machen, dass man nur die drei Könige sieht. Danach müsst ihr etwas schneller reagieren, dann müsst ihr alles so zumachen, direkt aufs Pack legen und das Pack in die Hand nehmen, ein bisschen ordentlich machen und... Wenn ihr dem Zuschauer das dann gibt und er die Karten dann hinlegt, dann wirkt das... Ach, Moment. Dann müsst ihr natürlich die Karten... Könnt ihr auch eigentlich dem Zuschauer geben und sagen, schieben Sie die Karten irgendwo hin ins Pack. Und dann hat er das jetzt getan. Und danach kann er auch selber wieder die ersten... Dann könnt ihr... Ja, dann könnt ihr eure Performance machen, wie ihr wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, öffnen Sie Ihre Hand. Dann legt ihr das Kartenpack in seine Hand und nach seine andere Hand drauf. Danach schnippt ihr, was weiß ich... Danach kommen die drei Könige wieder raus. Das ist ein... Ja, das war jetzt falsch, aber... Ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Kartenzaubertrick. Ein paar Mal vorher üben, damit nicht passiert sowas passiert wie jetzt gerade eben, weil beim Erklären so ist das etwas schwieriger. Na, das war's eigentlich. Der Trick ist eigentlich ganz gut. Wenn ihr den könnt, dann habt ihr damit viel Spaß.